Neugablonz, ein Stadtteil, der auf Wald und Trümmern entstanden ist. Der Vater von Ferdinand Mikulasch ist nach der Vertreibung aus dem böhmischen Gablonz einer der ersten, die hier Schmuck produzieren. Ja, das war die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, wo mein Vater seinen ersten Kredit, sprich 1000 D-Mark, bekommen hatte, dass er anfangen konnte, hier in Neugablonz überhaupt was zu machen. Mit welcher Sicherheit? Keine. Spurensuche. Manfred Herdegen ist Historiker. Er hat erforscht, wie auf den Überresten eines zerstörten Rüstungsgeländes eine Schmuckstadt mit Weltruf wachsen konnte. Wir stehen hier quasi am Beginn der Geschichte von Neugablonz. Man musste erst mal dieses ganze Gelände enttrümmern, hat man damals gesagt. Also die Trümmer beiseite schaffen, die gesprengten Bunker abräumen. Nach der Vertreibung aus Gablonz und monatelanger Irrfahrt quer durch Deutschland kommt auch Gertrud Hofmann ins Allgäu. Zusammen mit ihrer Mutter und ihren Schwestern. Sie ist damals 6 Jahre alt. Wirkte dieser Ort nicht abschreckend und deprimierend? Es war eher eine Aufbruchstimmung. Wir wollen hier raus. Wir sind jetzt einfach hier aus diesem Viehwaggon, in dem wir eben lange transportiert worden waren, sind wir jetzt an einer festen Stelle und wir machen jetzt das Beste draus. Manfred Herdegen hat Dokumente gefunden, die belegen, es war kein Zufall, dass sich die Gablonzer im Allgäu sammelten. Da ist dieser Aufruf aus dem Jahr 1945. Gablonzer, eure Industrie, die euch euer Brot bis jetzt gegeben hat, wird in Bayern neu aufgebaut. Es werden alle Fachsparten der Glas-, Schmuck- und Bijouterieindustrie in der euch gewohnten Weise wieder neu errichtet. Wenn man bedenkt, in welcher Situation wenige Monate nach Kriegsende dieser Aufruf verfasst wurde, musste ein solcher Aufruf eigentlich geradezu utopisch wirken. Wie kann man in so einer Situation daran denken, eine Industrie geschlossen aus der alten Heimat praktisch zu überführen und sie dann an einer neuen Stelle wieder aufzubauen? Schmuckherstellung bedeutet viel Handarbeit, damals wie heute. Die Industrie arbeitet im Verbund. Jeder Betrieb übernimmt Vorprodukte, veredelt sie und reicht sie dann weiter. In der sogenannten Gürtlerei werden sie dann zusammengefügt. Die Firma Miko Schmuck ist so ein Betrieb. In den Kriegswirren landet der damalige Firmenchef aber erstmal in Österreich. Mein Vater hatte es, ja, würde ich sagen, eigentlich eilig. Der wollte wieder was Neues machen, weil er hatte ja in Gablonz eine Firma schon und hat dann einen Brief oder einen Aufruf in die Hand bekommen, dass sich alle Gablonzer in Kaufbeuern treffen sollen. Es gab auch schon eben noch aus Zeiten vom Krieg Baracken, wo also ein gewisser Wohnraum zur Verfügung stand. Hier konnten einfach in kürzester Zeit mehr Leute angesiedelt werden. Es sind die Arbeiterbaracken des zerstörten Rüstungsbetriebs. Dort werden die Flüchtlinge einquartiert. Meine Familie hat zu fünft hier drin gelebt, wir drei Kinder und meine Eltern. Und es kam halt darauf an, wie groß die Familien waren. Denn für jede Familie gab es nur einen Raum. Es waren ja noch die ganzen Kisten da und die ganzen Gegenstände, die wir bei der Vertreibung auch hatten. Es gab zum Teil auch Stockbetten oder diese, wie wir immer gesagt haben, diese Ami-Pritschen, die da noch übrig waren von den Arbeitern auch mit Strohsack. Und so hat man gehaust. Der Vater von Ferdinand Mikulasch bekommt einen überdachten Stellplatz zugeteilt. Hier fängt er an zu produzieren. Dieses Gebäude, das war dieser LKW-Unterstand. Also das Dach und 6 Säulen. Und mein Vater, der hatte das dann ausgebaut. Also die Wände eingezogen, an die Decke eingezogen. Oben drüber hatten sie Wohnungen gebaut für Angestellte. Und unten drin haben sie gearbeitet. Doch das Gablonzer Schmuckwunder hätte eigentlich gar keines sein dürfen. Denn die Amerikaner sind gegen eine geschlossene Ansiedlung der Vertriebenen. Sie wollen, dass die Sudetendeutschen in der übrigen Bevölkerung aufgehen, sich assimilieren. Historiker Manfred Herdegen weiß, wer diese Pläne damals durchkreuzt hat. Es ist ein Gablonzer, den es 1945 nach Bayern verschlägt.
Erich Huschka erfährt sehr früh von der geplanten Vertreibung, also macht er sich auf die Suche nach einem Ort für die Neuansiedlung. So stößt er auf das Gelände der Dynamit AG, das unter amerikanischer Verwaltung steht. Die Trümmerlandschaft muss sehr abschreckend gewirkt haben. Aber dennoch fiel die Entscheidung, hier bleiben wir, hier machen wir es. Und der Grund dafür war, dass die Stadtverwaltung von Kaufbeuren, der Oberbürgermeister und auch der Landrat nach ein paar Gesprächen davon überzeugt waren, ja, das machen wir und wir unterstützen die Gablonzer. Der zuständige amerikanische Offizier war eigentlich gar nicht befugt, so einen Vertrag abzuschließen. Das hat er nur gemacht, weil ihn Huschka so lange bedrängt hat. Und wie Huschka mir vor seinem Tod mal erzählt hat, er hat ihn unter den Tisch getrunken, bis er die Unterschrift hatte. Das Gelände ist da, aber womit anfangen? Mit dem, was herumliegt. Die haben die aus Blechabfällen herausgeschnitten, haben die poliert und dann mit dem Stichel haben die das so ziseliert. Und auf der Rückseite, Sie sehen, haben sie schon eine Nadel aus Draht angespitzt, haben sich hier einen Haken gebogen. Und so ist, das, ist so eine Broche entstanden. Das waren so die ersten Sachen, die auch wirklich verkaufen konnten. Im Isar-Gebirgsmuseum lagern weitere Schmuckstücke aus der Anfangszeit. Es gab in Kaufbeuren den Schlachthof. Da hat man Elfenbein aus den Hörnern, Elfenbeinschmuckstücke machen können. Wir haben hier auch zum Beispiel Schmuckstücke aus Kartoffelteig oder Quarkteig, das mit irgendeinem Fixativ dann so festgemacht wurde, dass es nicht beim ersten Regenguss gleich zerfloss. Wenn Sie mal hinten hinlangen, dann merken Sie, dass das ganz rau ist. Also Kartoffelteig, so wie Kartoffelpüree gemacht. Für uns Kinder waren diese Tiere sehr, sehr wichtig. Die hatten wir, da haben wir auch getauscht dann damit. Sehr schnell wandelt sich das Bild. In den 50er Jahren erlangt Neugablonz Weltgeltung. Eine Erfolgsgeschichte durch Mut, Fleiß und Sehnsucht nach Heimat. So kurz nach dem Krieg, als die Bürokratie noch nicht gefestigt war, als alles im Schwimmen, als alles im Fluss war und bis man in München sowohl bei den Amerikanern als auch in der Staatsregierung mitbekommen hat, dass dieser Vertrag existierte, da war schon einiges Wasser die Wertach runtergeflossen und die Gablonzer konnten zu Recht sagen, wir sind hier, wir bleiben hier, wir lassen uns nicht mehr von hier vertreiben. Wesentlich ist, dass die Behörden im Allgäu damals hinter den Gablonzern gestanden sind. So haben sie Schwaben das ganz eigene kleine Wirtschaftswunder ermöglicht.